Hey Leute, der Gryphon. Willkommen zur nächsten Runde von Terra Invicta. Also, wir spielen weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich bestätige das mal und wir machen einfach weiter. Ice up. Ice up. Initiating recon. Initiating surveillance. So, wir suchen ja immer noch ein bisschen nach den Aliens. Aber mich wurmt ein bisschen, dass wir hier diese Missionskontrolldinger noch nicht haben. Ich glaube, ohne die wird es schlecht mit in. Ja. Auf 1,4, nicht schlecht, okay. Ich glaube, da müssen wir jetzt leider ein bisschen mehr Ressourcen mit reinbringen und können jetzt erstmal nicht die Länder hier quasi nach oben bringen. Das wird alles nichts. Wir müssen jetzt alles auf Missionskontrolle und Boost lenken. Die 8. Panzer, bla bla bla. Damit uns nichts zu tun, oder? Saudi-Arabien? Das sind eigentlich auch wir, ne? Ja, okay. Ist egal. Weiter. Projekt abgeschlossen. Außenpostenkern, jawoll. Stützpunkte können an Habitatstandorten errichtet werden, bla bla bla. Bau im Weltraum. Wir haben null von Dings. Wir haben dadurch, dass wir die Sonde gestartet haben, können wir nichts machen. So, warte, jetzt muss ich mal kurz gucken, was wir hier. So, zurückgekehrt, entführte befragen, Alien-Herkunft erforschen. Skywatch machen wir ja, glaube ich, eigentlich, ne? Und eine Alien-Technologie bergen. Okay. So, bin ich hier irgendwo noch vorne mit dabei? Nee, das schaffen wir hier absolut nicht. Das ist auch Blödsinn. Das ist auch vorbei. Nee, wir können wirklich nur immer so ein Stück mit beitragen. Alien-Herkunft ist natürlich übelst teuer. Ja, davon haben wir eigentlich genug. Laborenergie. Na, dann mache ich tatsächlich die Alien-Herkunft. Dezember 24, dauert über ein Jahr. Jetzt ist September, wirklich ein Jahr dann die Forschung, ne? Oh. Ja, was soll's. So, das heißt aber, wir machen jetzt mal wirklich. Wir müssen jetzt hier alles in den Boost packen hier. Das bringt nichts. Armee aufbauen brauchen wir nicht. Können wir das hier irgendwie regeln? Nee. Wir müssen jetzt wirklich komplett einmal. Armee aufbauen brauchen wir nicht, hoffentlich. Die Türkei ist auch noch super stark. Das ist noch okay. Die Finanzmittel ein bisschen runter.
Geschwindigkeit ein bisschen runter. Aber hier ist auch schon wieder ein Krieg im Gange. Finanzmittel ein bisschen runter. Raumfahrtprogramm hoch. Okay. Wir sind immer noch ein bisschen über dem Cap. Ägypten könnte man theoretisch auch noch einnehmen. Aber wir müssen erstmal hier wieder nach oben kommen. Aber wir brauchen erstmal hier diese... Oh, cool. So, hier das Suchen hat wirklich gar nichts gebracht. Obwohl es ja eigentlich hieß, da sind welche, ne? Stabilisieren, Standortüberwachung. Wir machen mal hier. Initiating Recon. Ready for orders. Must persuade the people. Acknowledged. So, hier mal noch stabilisieren. Das ist super Frieden. Iran interessiert uns nicht. Eigentlich wirklich gut, das geht auch. Restoring order. Where do you need me? Restoring order. Standing by. Standing by. Initiating recon. Wir haben auch schon ein paar Panzerdivisionen und alles da. Man könnte theoretisch auch versuchen, andere Gebiete anzugreifen, in Anführungszeichen, und die einzunehmen, aber kenne mich mit der Mechanik leider noch nicht so aus. Einmal noch gucken. Nein, wir können nichts Neues kaufen. Okay, alles klar. Dann go. Initiating surveillance. Setting a watch. Atomtest erkannt. Das ist gut. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Und in Kanada auch, okay. Die Sonde ist eingetroffen, das ist gut. Die Frage ist jetzt nur, können wir jetzt damit irgendwas anfangen? Ich würde eigentlich gern... So cool ist der Ort tatsächlich gar nicht. Copernicus.
Na, hier wollen wir halt ein bisschen von denen hier kriegen. Was ist das? Basismetalle. Aber eigentlich hätten wir hier noch die Substanz hier nehmen müssen. Dann haben wir kein Wasser. Das ist ja doof. Das ist tatsächlich hier der beste Ort gewesen. Den haben sie sich weggeschnappt. Was ist der hier eigentlich noch? Ich kann nichts bauen. Benötigt 9. 9 Raketendings hier, Booster. Na, ich glaube, da sind wir zu schlecht. Oh Mann, ey. Sind wir auch wirklich zu früh da dran, aber ja, was anderes können wir hier nicht machen, ne? Die weiter hier. Na toll. Schwierig. Order is returning. Nice. Violence is abating. Sie sind nicht in Frieden gekommen. Bilder von klar erkennbaren außerirdischen Kriegsschiffen und militärischen Strukturen entfernten sonst haben weltweite Hoffnung auf einen friedlichen Kontakt zerschlagen. Viele, die auf eine Form der Zusammenarbeit mit den Aliens gehofft hatten, ändern ihre Meinung angesichts der ersten harten Fakten über Ankunft. Ungefähr die Hälfte der Kontrollpunkte, die zu der Akademie gehören, werden für 12 Monate unter Bekämpfung leiden. Die Akademie erhält einen enormen Verlust. Und der Zusammenhalt aller Nationen ändert sich. So, das ist gut. We moved the moved. Jährliches Eigentum liegt 5,4. Das ist eigentlich gar nicht so wenig. Aber es steigt hier wirklich absolut null. Wir haben Platz für Organisation. Das ist gut. Verwaltung würde hochgehen. Dadurch kann die ja mehr Dinger tragen. Ich fand eigentlich die der kann sogar noch mehr nehmen. 3% Wissen. Und nochmal Wissen. Der hat noch eine 5% Loyalität. Das kostet uns Einfluss. Dann kriegen wir noch mehr Wissen. Aber unser Geld ist schon merklich geschrumpft. Nee, das kann man nicht machen. Aufstufen können wir auch noch nicht, leider. Okay. So, wir müssen jetzt aber hier die Aliens-Dinger untersuchen. We'll recon the site. Reporting in.
We'll see what we can find. Where do you need me? Der kann nur Öffentlichkeitsarbeit machen. Machen wir ruhig hier nochmal. Standing by for orders. Going in hot. Where to? Stabilisieren wir das ruhig. So. Frieden geht runter. Dafür steigt alles andere. Das geht eigentlich. Hier können wir noch ein bisschen boosten. So. Dann würde ich sagen, bestätigen wir das und machen weiter. Wir sind hier schon ein bisschen wieder nach oben gekommen. 3,8. Things are stabilizing. Public sentiment is increasingly with us. Score one for the good guy. Nice. Ist ganz wichtig, dass wir die zerstören. Diese außerirdischen Lebensformen. Recon complete. Mission is a no-go. Mission is a no-go. Hat nicht geklappt. Na toll. Die führen hier immer noch Krieg hier oben. Okay. Orbit, Kontakt, bla. We'll make things safe. Stand in by for order. Dann geh du einfach mal dahin. At your service. Surveilling target area. Machen wir hier mal ein Surveil. So, wir sind hier eigentlich noch super beliebt. Hier könnten wir ein bisschen mehr sein. Ready. So, der geht ja dahin. Ziel beschützen. Setting a watch. Oh, oh, oh. Achso, wir können hier gleich noch. Immer noch für Verwaltung. Können wir hier mehr von den Dingern nehmen? Also immer auf Verwaltung gehen. So, warte mal, der eine ist jetzt hier doppelt gemoppelt. What's the op? I'm here. Das wollte ich eigentlich nicht. Der sollte ich woanders den Standort überwachen, wo hier so ein Alien-Ding war. Machen wir mal hier. So, Zuweisung bestätigen. Wie sieht es mit unserer Forschung aus? 7.
So, hier, ach, über 1000, ey. Wo haben die Sachen her, ey? Unfassbar. Setting watch. Initiating surveillance. Wir müssen unbedingt noch die Aliens entdecken. Buntpanzerung, okay. Order is returning. Rodero is returning. Nice. Ja, wir sind nur ein bisschen hinter. Aber wir machen sonst eigentlich gut plus. Okay. Aber wir finden nicht das, was wir sollen, leider. Taking it to them. Ready to go. Ready to go. Inspirieren. We'll turn down the heat. Where do you need me? Ready for orders. Where to? Where to? Hier sind auch außerirdische Lebensformen. Müssen doch dann da weggekascht werden. Eigentlich müssten wir doch da suchen. On Overwatch. Nein. What's the up? Ready for my mission. Hey, wo ist jetzt hier Kanada? Initiating surveillance. Ready for my mission. So, Interessen verteidigen müssten wir auch, glaube ich, mal wieder machen. So, ich glaube, unsere besten Staaten sind momentan wirklich Saudi-Arabien und die Türkei. Die Türkei sogar noch mehr. Kostet uns halt Einfluss, aber müssen wir machen. Standing by. Das ist Sudan, das ist Khartoum. Okay, mehr geht nicht. Okay. Wir könnten hier nochmal eine Standortüberwachung machen. Aber lieber wäre mir eigentlich, wenn wir bei uns gucken, dass da nichts irgendwie in der Quere ist. Wir können ja mal hier eine Standortüberwachung machen. I'm here. LZ. So, wir machen immer noch Plus. Sieht's hier mit den Städten aus? Ah, geht leider alles ein bisschen runter. Das ist aber gut. Forschung geht auch hoch. Das geht hoch. Wir brauchen halt dieses Raumfahrtprogramm. So, elektrostatischer Antrieb. Ich glaube, dann wird alles ein bisschen günstiger, wenn wir das haben. Das wäre noch ganz praktisch. Gucken wir mal. Target area. Making things safe for our people. Sehr gut. Eyes up. Ja, ich würde Saudi-Arabien dann auch einfach nochmal safen. Dass uns das keiner wegnimmt. Things are cooling off. By the number. Nice. Sprunghaftes Verhalten von Machthabern. Oh lol. Wir erhalten Berichte über einen plötzlichen Meinungsschwung einiger Machthaber in Vietnam. Es könnte dabei im Versuch an den Aliens einen Kontrollpunkt für die Untertanen zu sichern. In Vietnam. Das ist gut zu wissen.
Da werden wir auf jeden Fall mal irgendwas dagegen unternehmen, würde ich sagen. Wir sind schon wieder Lebensform. I'm here. Investigating alien site. I'm here. Ready for my mission. Ist der besser? Der ist tatsächlich besser. Get up. Standing by. We'll restore peace to this nation. Where to? Der kann nur aufcracken. Eyes up. Standing by for orders. Protecting our interests. Machen wir so. So, jetzt müsste die Forschung gleich fertig werden. Jawohl. Wir sind hier zwar bei plus 8%, das dauert noch ewig. Bestätigen wir. Können wir irgendwas Cooles kaufen? Mehr Wissen, weniger Einkommen. Wohlfahrt ist aber plus 5. So, wir machen mal nicht den, sondern irgendjemand, der hier am meisten. Der hat ja null Verwaltung. Okay. Das kostet uns 78 Einfluss, aber. Noch mehr Wissen. Nee. Go. Securing our interests. Bin mal gespannt, ob der das da in Vietnam unter Kontrolle kriegt. Tell me what we need to send more people further, faster. Otherwise we'll be stuck playing defense forever. And that's just a slow way to lose. Commander Fiona Ayawade, Technical Briefing. So, Ionenantrieb und Halonantrieb. Ich dachte, das hilft jetzt schon. Warte mal, was forschen die als nächstes? Massenantrieb. Ist man zum Mars. Und dann eine Beziehung bei der Ankunft. Mhm. Können wir mal gucken. Ich habe Angst. Ah, hier ist jetzt schon noch jemand. Okay. Wir brauchen einen neuen Booster. Tja, keine Ahnung, wie die sich das leisten können. Unser jährliches Einkommen ist schon gestiegen, aber wir kriegen es nicht hin. Violence is abating. Na egal, wir machen jetzt hier erstmal so weiter. Oh, hier Ionenantrieb. 1, 2, 3, 4, 5. warte, wir können ja mal kurz gucken. Ja, man braucht hier Wasser und Dings. Oh. Raumdock. Nö. Ich bleib hier stumpf bei dem. Target destroyed. Nice.
Here's what we found. Die haben auch was gefunden. Ziel abgeschlossen. Wir haben das Ziel zurückgekehrt. Ah, hier, guck mal. Wir haben Nachrichten, es sind keine guten. Vor 2 Wochen verschwand der Sohn eines hohen Diplomaten in einer unserer Zielregionen, als er spät nach einer Party auf abgelegenen Farm verließ. 36 Stunden später tauchte er wieder auf und hatte keine Erklärung für seine Abwesenheit. Seine Mutter war natürlich überglücklich über seine Rückkehr, jedoch überraschte er, als er plötzlich für ihre politische Beziehung interessierte. Eines unserer Teams vor Ort erhielt den Bericht und beaufsichtigte den Teenager rund um die Uhr. Vor ein paar Tagen folgte unser Team den Jugendlichen zu einem verlassenen Industriepark, wo dieser ein kleines Paket an einem versteckten Ort hinterließ. Unser Team rückte an, beschlagnahmte das Paket und nahm den Teenager fest. Beim Öffnen des Pakets fanden wir Unterlagen mit Informationen zu verschiedenen politischen Persönlichkeiten. Scheint kein Einzelfall. Einige unserer anderen Feldteams haben berichtet, dass Entführte sich auch auf ähnliche Weise verhalten. Also verdächtig verhalten. So, die sammeln quasi Infos, um Einfluss quasi auf die Menschen auszuüben. Und finden so nach und nach die Machtstrukturen raus, um, wie gesagt, die Kontrolle darüber zu erlangen. So, das heißt, Alien-Aktivitäten erforschen haben wir geschafft. Dutzende von ähnlichen Berichten, seltsames Verhalten. Aktivität durchführen, also jetzt verfügbar. Halt. Nee, das kann es nicht sein, ne? Ne. Okay. Ups, dann bleiben wir dabei. Wie sieht es sonst so aus? Wir sind wahrscheinlich immer noch... Ja, wir kommen da absolut nicht hinterher. Das ist ja hier abnormal, was die hier an Forschung haben am Tag. Das hat ja gerade erst angefangen. War schon gut weit voran. Boah, hier eine 5000er Forschung hatten die gemacht. Spinnen die? Okay. Kostet uns ein bisschen Kohle, aber unser monatliches Einkommen geht nach oben. Betragsbonus für Weltraum. Bergbau. Okay, haben wir noch nicht, aber okay. Das machen wir aber nicht bei dem. Aber würde ich sagen, ist okay, ne? Kostet ein bisschen Kohle, aber... So, hier wollen wir nur mehr Wissen kriegen, aber verlieren wieder Einkommen. So, auch mehr Wissen, aber wir verlieren Einkommen. Wir haben aber gut gerade einen Boost bekommen. Wissen ist Macht. Halt. Du kannst jetzt hier mal eine Verwaltung bekommen. Okay, ja, wir kommen langsam raus. Aber es ist noch ein bisschen... So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Also, was können wir denn hier... Für das Projekt... Alien-Aktivitäten durch, sobald es verfügbar wird. Das erforschen wir gerade und wir versuchen hier Sachen zu bergen. Aber das müssen wir aus einem gelandeten UFO-Habitat, Kriegsschiff oder Armee bekommen. Also irgendwann landen die jetzt wohl auch und dann... Ja. So, hier können wir nichts machen. Ich würde sagen, dann stabilisieren wir hier noch unsere Leute wieder. Umso besser läuft's bei denen. Hier können wir ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen. Das sieht echt gut aus. Quatsch, da wollen wir doch ja nicht hin. Ready to go. Der ist ja schon dabei. Das können wir noch machen. At your service.
Wir können hier. Können wir hier gar nichts machen? Warte mal. We're boarding in. We will turn down the heat. Your orders? Nein, macht er nicht. Where to? We'll make things safe. Standing by for orders. Ready to go. We must persuade the people. Ready for orders. Hier ist irgendein Typ hier, ja. Dann machen wir hier eine Überwachung. So, und go. Eyes up. Eyes up. Er ist schon wieder weg. Shit. So, hier ist alles gestiegen. Saudi-Arabien sieht gut aus. Ah, hier eher weniger. Einigkeit ist noch okay. Das kann runter. Das kann auch runter. Violence is abating. Public opinion is moving in our direction. We hold no sway in their minds. Mhm. So, das sieht auch alles gut aus. Raumfahrtprogramm, ja, steigt. Brauchen Missionskontrolle. Hier geht auch alles hoch. Wir haben leider keinen Platz hier, um irgendwas zu machen. Ne. Geh mal weg hier. So. Forschung. Das dauert hier noch ewig und 20 Jahre. Wir kriegen aber auch wirklich nicht mehr. Wir haben uns, glaube ich, wirklich die falschen Länder ausgesucht hier. Ich meine, Kasachstan war richtig, aber alles andere ist wirklich eher so mäh. Obwohl eigentlich Türkei und Saudi-Arabien auch gar nicht so schlecht sind. Aber wir könnten noch versuchen, irgendwie in China reinzukommen. Da hat sich auch noch kein Mensch drum gekümmert. Ready for orders. Das bringt nichts. We'll turn down the heat. Where to? I will try to sway the public. Where do you need me? Machen wir mal wieder eine Standortüberwachung. Die sind eigentlich hier ganz gut. Obwohl, wir können hier noch runter machen. We will restore peace to this nation. What's the up? Your orders? Ne, mach ich mit denen lieber eine Überwachung. Surveilling target area. Ready for orders. We'll make things safe. Your orders? Your orders. Ziel beschützen. Machen wir auch nochmal eine Standortüberwachung. So, go. Initiating surveillance. Initiating recon. So, Alien, das sind jetzt die Sachen, die wir brauchen. Okay. Kostet nur 500. Ja. Möglich die Erkennung von Alien-Aktivitäten. Ja, das nehmen wir mal. Definitiv. Der Rest ist ja auch bald fertig. Aber wir sind wirklich so marginal, in was wir hier dazu steuern, dass wir wahrscheinlich nie wirklich Einfluss haben werden, obwohl sich hier die Leute sich wirklich einen Arsch für interessieren. Da könnten wir theoretisch versuchen, aber nee. Wir profitieren ja trotzdem von den ganzen Forschungen, ob das jetzt aber auch so wirklich in unsere Richtung geht. Hm.
Aber ich habe wirklich Angst, dass der Mond bald weg sein wird. We move the needle. So Operationsdinger könnten mal ein bisschen mehr werden eigentlich. Oh, es gibt neue Organisationen, aber leider nichts für uns. XP-mäßig auch nicht gut. Okay. Das bringt nichts. Where do you need me? Hier steigt alles, das ist auch gut. Obwohl es hier auch gut ist, es steigt, das ist gut. Ja, wie gesagt, wir kriegen hier nicht mehr raus. Also es ist schon höher geworden. Die Missionskontrolle, wenn wir Glück haben, kommt bald mal ein Punk damit rein. Aber es ist wirklich marginal. Restoring order. Das wäre ganz gut, ja. We'll make our appeal. Standing by for orders. On Overwatch. Reporting in. Overwatch. Restoring order. Setting a watch. So, mehr können wir leider gerade wirklich nicht machen, ne? Wenigstens unsere Umgebung begutachten, dass da kein Blödsinn passiert. Sicherheitstanks. Mhm. Brauchen wir nicht. Order is returning. Violence is abating. The people will come to our side. Sehr gut. Klappt ja alles. Das könnte eigentlich auch besser sein. Machen wir das ein bisschen runter, damit der andere Kram hochgeht. Oh, oh, oh. Das ist ein Dreier-Ding. Weil irgendjemand anders, der das kann. Tatsächlich nur er. Das kostet 200 Einfluss. Das monatliche Einkommen geht viel zu viel runter. Aber wir hätten hier ziemlich ein... Oh, wir haben sogar hier einen... drei Missionskontrollpunkte bekommen. Oh Mann. Aber das... Ich glaube, das Einkommen geht zu doll runter. Aber wir müssen es machen. Er selbst kriegt auch einen richtigen Boost. Bin ich dann im Minus? Bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Wir machen es einfach mal. Ja, tatsächlich bin ich im Minus. Krass. Aber wir haben Missionskontrollen bekommen. Yay. So, andere können wir nicht. Aufleveln können wir auch nicht. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier leider ein bisschen stabilisieren. Aber wir haben so ziemlich viel von dem Missionskontrollkrempel gespart. Da müssen wir jetzt hier doch die Finanzmittel erhöhen. Raumfahrtprogramm lassen wir mal.
Müssen jetzt hier doch die Finanzmittel erhöhen hier. Das lassen wir auch mal. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier aber erstmal einen Cut rein. Ich bedanke mich wieder fürs Zugucken. Wir müssen jetzt erstmal Influence wieder aufbauen und aber hier, wie gesagt, unsere Kosten in den Griff bekommen. Eieiei. Ja, wir gucken mal, ob wir uns jetzt hier nicht ins Bankrottsein bewegt haben. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen mehr Missionskontrollen bekommen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Die brauchen wir unbedingt. Aber ich glaube, uns fehlt es jetzt tatsächlich an Boost, um hier auf den Mond noch irgendwas reißen zu können. Wenn ich Pech habe, dann sind hier bald alle Sachen weg. Ja. Wir haben auch, glaube ich, nicht mal genug Geld. Selbst wenn wir den Boost haben, wenn ich das richtig erkenne. 15. Es gibt irgendeine Forschung, die das halbiert. Oder wir müssen erstmal in unseren Orbit irgendwas starten. Dass wir hier quasi erstmal bei einer erdnahen Umlaufbahn irgendwas hinbasteln. Dass hier seine Angriff zum Umlauf waren, habe ich schon von Planeten, Flotten, bla bla bla. Ist halt alles noch frei. Kostet uns aber auch viel zu viel Kohle, kann das sein? Wie gesagt, die haben wir ja nicht mal. Nee, müssen wir noch warten. Das bringt nichts. Weg, weg, weg. Dann, warte mal, ich weise mal noch die Leute hier einmal zu, dass wir das nochmal machen. Ja, müssen wir das hier unbedingt stabilisieren hier. Restoring order. I'm here. Das ist echt alles supi. Initiating recon. Ready. Making our case. Acknowledged. Acknowledged. I will tell our story. At your service. Initiating surveillance. So, machen wir mal so. So, jetzt machen wir erstmal einen Cut. Das mit dem Geld hat nicht geklappt. Wir machen immer noch miese. Yikes. Ich glaube, das muss erstmal eine Woche durchtickern hier. Ja, genau. Okay, gut, dann machen wir erstmal Schluss hier. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken. Wenn es euch gefällt, dann schön immer einen Like-Button betätigen oder ein Abo dalassen. Da würde ich mich sehr freuen. Und wir gucken mal, wie weit wir hier noch irgendwie klarkommen. Ich weiß, dass es irgendwie eine Forschung gibt. Vielleicht ist es auch der Massenantrieb, wodurch wir nicht so viel Ressourcen verschwenden müssen, um zum Mond zu kommen. Weil das ist, wie gesagt, abnormal. Dann kostet es auch nicht so viel Geld, braucht nicht so viel Boost, pipapo. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir gucken mal, wenn wir hier die nächsten Antriebe fertiggestellt haben. Vielleicht können wir damit irgendwas machen.
Aber wichtig wäre jetzt erstmal, dass wir die nächste Forschung hier freischalten. Und dann gucken wir erstmal weiter. Vielleicht kriegen wir es noch irgendwie hin, mal auf den Mond zu kommen. Weil wie gesagt, die Aliens, die bereiten sich ja immer weiter aus. Vielleicht auch in Geheim, wir wissen es noch nicht. Da müssen wir erstmal ein bisschen freischalten an Forschung. Wir tun das Möglichste, was wir können, um die Fauna da zu zerstören. Aber wir gucken mal. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.